Die Frau hat natürlich einen hohen Stellenwert im Islam, ohne Frage. Wenn man die vorislamische Zeit anschaut und dann die Zeit, nachdem der Prophet a.s. gekommen ist, so sehen wir natürlich, dass der Islam die Frau sozusagen eine Stellung gegeben hat und ihre Rechte gegeben hat und sie erhoben hat. Und selbst bis heute noch sagen wir, dass der Islam der Frau eine ganz andere Stellung gibt als alle anderen Kulturen und Religionen. Wenn man sich das Christentum anschaut und die Bibel, wie da über die Frau gesprochen wird, alleine schon, wenn man sagt, dass wir alle nur bestraft und geprüft werden, nach ihrem Glauben, wegen der Frau, wegen Eva, wegen ihrem Fehler und wegen dieser Erbsünde, die sie sozusagen auf uns gebracht hat. Oder in anderen Kulturen, oder sagen wir hier in Deutschland, wo die Frau in jeder Sache nur als Objekt degradiert wird. Kleinstes Beispiel oder leichtestes Beispiel, wenn man sagt, irgendjemand will irgendein Produkt verkaufen, was nichts mit Frauen zu tun hat, zum Beispiel ein neues Auto oder was auch immer, dann stellen sie eine hübsche, halbnackte Frau neben das Auto, um sie einfach als Objekt, als Werbeobjekt zu degradieren. Deswegen, dass der Islam die Frau behütet und beschützt, hat nichts damit zu tun, dass er sie irgendwie runtermacht oder irgendwie, sagen wir, negativ gegenüber der Frau eingestellt wird. Aber so wie wir sagen, wenn ein Schiff zwei Kapitäne hat, dann wird es sinken. Deswegen sagen wir einfach, dass der Mann eben diese Führungsposition hat. Aber das hat nichts damit zu tun, oder das heißt noch lange nicht, dass die Frau sozusagen einen schlechten Stellenwert hat oder im Islam nicht respektiert ist, sondern sie wird eher geschützt und auch geleitet oder geführt auf gute Weise. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد